Oh, guck an, noch jemand, den man plündern kann. Schriftrollen. Schriftrollen sind doch super für den Magier, also mich. Ne, gucken wir erstmal hier nach, bevor wir Türen öffnen. So, die Trödelei, ich sag, jemand ist versteckt. Muss hier irgendwo sein. Los, Beidung, halt, da kommt jemand. Enemy approaching. Ja, dann. Unworthy. So. Just die already. Any last wishes? A calculated risk. Was enthält die Angriff? Sechs Lebenspunkte, das tat weh. Das tat auch weh. Ja, sie braucht sehr lange, um ihren Angriff zu machen. Ich hätte können, aber auch im Defensiven. Einfach um länger lebendig zu sein, auch wenn du untot bist. So, dich nehme ich mit, dich nehme ich mit, den Rest lasse ich liegen. So, jetzt kommt der spannende Teil. Erstmal die Kisten. Adventures call to them. Und dann brauche ich euch beiden hier drüben. Hast du einen Hüter oder einen Wächter? Ich glaube, einen Hüter. Wir müssen nämlich ein bisschen was mit den Schwerten spielen. My patience is a running thing. And Lindsay was called forth. So, machen wir das mal so. I am prepared. Ich glaube, so war's. Nicht ganz. I deserve better. Ready for anything. I wrote it like I saw it. So war's. So, der geheime Raum. Wieder was zum Plündern. Was haben wir hier? Eine verzierte Scheune. Zeug, was man mitnehmen kann und etwas auch verkaufen. Viel Zeug, was man verkaufen kann. Was haben wir hier noch? Achat. Blindheit kurieren ist auch sehr, sehr lustig. Und da drin ist noch ein bisschen was. Lustig, hier sind noch zwei Gegenstände, die nicht enthalten sind. Gut. So, jetzt können wir nämlich auch hier durch die große Tür. Ja, da unten aber doch wieder welche. You cannot stand against me. Time to get my hands dirty again. This is where I step in. This will hurt. Wretched things. So. Kann ich da nicht einfach mal leichte Wunden verursachen? Du kannst mal ein magisches Geschoss dein. Stimme. Magisches Geschoss darüber. Zaubern wir dich jetzt einfach mal nieder. Fehlschlag ist Fehlschlag. Das ist eher so optimal. Ja, gut. Du kämpfst damit schon. Ich brauche einen leichten Hunden heilen. Genau. Leichten Wunden heilen. Gebrechen behandeln. Nee, das ist leider nicht das Richtige. Komm, mach die auf. So. Serves you right. Zum Glück können die anderen auch nicht so wirklich was. Ja, und Friendly Fire funktioniert auch ganz gut. Deshalb gehst du mal darüber. Everything is so much fun with a little fire. What a psh. Hä? Achso, du warst einer von. Okay. Ich glaube, wir sind uns nicht begegnet. Es ist schlecht, ein Assassin umgehen. Wir müssen gehen.
I am Kaiesi, one of the many here who seek a better fate, answering the call of Lady Jamandi. But unlike the others, I never dropped my guard, day or night. It's why I'm still alive. Ja, mach dir schnell ein Hütere. I don't know where you're heading, but I'll be at the entrance to the main hall. I think I saw some guards there. Join me there, if you wish. So, natürlich das obligatorische Leichenplündern. Jetzt haben wir da noch einen Kurzbogen. Beschlagenes Lager. Kann uns das noch helfen? Das sind Steuerwaffenröcke. Die bringen uns nicht sehr viel. Du kannst das Ding auch nicht tragen. Nee, ich glaube, ich brauche dich jetzt gerade nicht mehr heilen. Hoffe ich. Da. Du brauchst eigentlich auch irgendwas, was langsam, schneller ist. Wobei, du kannst damit eigentlich rumgehen. Komm. Grotus, I can sense your silhouette hovering over me. It won't be much longer. Soon we shall meet, O Lord of Oblivion. Hört auf mit dem Unsinn. Steht auf und kämpft, oder ich bette euch zur Ewigkeit in Ruhe. Es ist nicht etwas wohl, ich sehe euch an, ihr habt kaum einen Kratzer. Dem Zwergs einen seiner Heiltränke einlösen. Das müsste helfen. Was ist los? Komm, es ist ein bisschen voreilig. Who would know better than I the severity of my own wounds? I can feel the last drops of vital force leaving me. Bei Namen haben mir immer die Namensgeneratoren im Internet geholfen. Einfach SVTOR Name Generator Rasse eingeben und dann funktioniert das schon. How rude, speaking to a dying man that way. Look, I can't even move. What? It can't be, but I'm gravely wounded. I can't even stand on my own two feet. Watch. It seems I will live. I suppose I must postpone meeting my god. Not for long, I'm sure. But while we remain in this transient world, Arim is at your service. Ist sehr gut. Jetzt haben wir nämlich auch einen Frontkämpfer. Schauen wir mal, dem Frontkämpfer können wir doch garantiert. Kleriker und Druiden können ihre Zauber spontan umwandeln. Eine Klerikerin guter Gesinnung muss Heilzauber nicht vorbereiten. Kann fast jeden vorbereiteten Zauber dazu benutzen, einen Heilzauber auf derselben Stufe zu wirken. Ebenso muss ein Kleriker mit böser Gesinnung keine Leitzauber vorbereiten. Ah, Kleriker mit neutraler Gesinnung wählen, ob sie ihre umgewandelten Zauber heilen oder Leid zufügen. Ein Druide kann fast in jeder vorbereiteten Zauber in den verbündeten Naturherber Herberzauber derselben Stufen umwandeln. Nice. Dir können wir doch garantiert nicht den Turmschild geben. Schade. Aber was hast du da? Du hast da einen schweren Streitkolben und du hast den Streitflegel. Der schwere Streitkolben macht mehr Schaden. Deswegen kriegst du den. That is not far. Ist hier denn eigentlich noch irgendwas? Erstmal alles entdecken, bevor man weitermacht. Kennt man doch. Nein, sieht nicht so aus. You, run and get an axe. You, bring more water. You, stay here and hold our defense. Those assassins are still around here somewhere. Aha! Some of our guests survived. Good. You need to get to the banquet hall and help Lady Jamandi. Wer seid ihr? Was ist hier los? Braucht ihr Hilfe, um das Feuer zu löschen? Bitte sein, ich werde sofort gehen. No, we'll manage. I've got my best people here. Those who still live. Your place is by Lady Aldori's side.
It doesn't seem right. What if some of the guards are wounded? We need to help them. You'll have to run through the fire. We've almost put it out at the entrance, so your main concern should be to not inhale any smoke. Hold your breath and take the first right, then head straight down the hallway. Someone opened the gate, let in a group of assassins in the middle of the night. Now they've set the mansion on fire to cut off access to the hall. They don't want Lady Jamande to get reinforcements. We cleared the passage so you can get through. Just try to avoid inhaling the smoke. We'll be right behind you. We just need to put out the fire first to save the mansion. Considering Lady Jamande's fame, I'm not surprised that a whole pack of assassins were unleashed on her, including a giant. But what's at stake? What could anyone hope to gain? Keston, House Garrus, a fighter in the service of Sword Lord Jamande Aldori. Right now I'm in charge of the mansion guards. As you can see, there's a lot to do. Ja, aber es gibt auch nicht mehr viele Wachen, also. If I were a rich and influential lady like Jamande, I'd also get myself a manly captain of the guard. Or two. Wirklich, jeder Name mit zufälligen Namen ist schon benutzt. Deswegen nehme ich Internet-Namensgeneratoren, da geht's relativ easy. Ich habe auch bei meinem Frontkämpfer habe ich es tatsächlich geschafft, zwei Namen zu finden, die besetzt waren. Aber alle anderen easy. Fire doesn't frighten me, thanks to Hell's blood running in my veins. I'll go ahead and wait for you on the other side. Catch up. May Abadar keep you safe. Okay. Dann wollen wir mal hinterher. Durch das Feuer gehen. So, und so begann das Abend. Ach ja, illustrierte Buchepisoden. Manche Spielereignisse laufen als illustrierte Buchepisoden ab. Sie werden, dieser Episoden getroffenen Entscheidungen können drastische Folgen für die Handlung des Spiels haben. Wie bei Dialogen muss dabei häufig diverse Fertigkeitswürfe gemacht werden. Abhängig von den Umständen musst du manchmal einen Gruppenmitglied wählen, das eine Aktion ausführt. Manchmal wird die Aktion automatisch von dem Charakter mit dem höchsten Fertigkeitsbonus ausgewählt. Schön. Und so begann unser Abenteuer früher und tragischer als erwartet. Von der Schar, die sich noch im Saal versammelt hatte, war nur noch eine Handvoll tapferer Seelen unter der Führung von Braiden übrig und nicht unter der Führung des Halunken Tatuche, egal wofür er sich selbst gehalten haben mochte. Jamande Aldori erwartete uns bereits auf aber zu ihr gelangen mussten wir buchstäblich durchs Feuer gehen. Als wir uns dem brennenden Gebäude näherten, übergossen uns mit mehreren Eimer Wasser. Suchten wir einen weniger gefährlichen Weg, bedeckten uns unsere Nasen wieder, bevor wir hineinstürmen. Also erstmal begossen wir uns mit Wasser. Umsichtlich ist der Schlüssel zum Sieg, bevor wir uns die Feuerwagen übergossen unsere Gewänder und Haare mit reichlich Wasser. Danach bedecken wir uns natürlich die Hasen und Münder, bevor wir reinstürmen. Es war gut, dass wir keine Zeit verloren haben, nachdem wir das Gebäude betreten haben und einige Schritte hineinwagten, stürzte die Wand hinter uns mit einem schrecklichen Knirschen ein, versperrte uns den Rückweg. Wir hatten zwar nicht vorgehabt, zurückzukehren, aber wären wir nur später gekommen, hätten wir uns die brennenden Balken gutheißen Ziegel zweifellos unter den Sieg begraben. Nun gab es nur noch einen Weg. Die heiße Luft brannte in unseren Lungen und unsere Augen treten angesichts des Rauches. Braiden führte uns mit stoischer Ruhe durch die Flammen, während Tatuche kein Finger rührte. Wir hatten gerade den Gang erreicht, der zum Bankettsaal führte, als jemand unseren Namen rief. Es war Valerie, eine der Wachen, mit der ich am Bankettsaal geplaudert hatte. Schon damals in dieser friedvollen Umgebung war ich von ihrer Schönheit betört gewesen. Aber nun inmitten von Rauch und Flammen sah sie aus wie ein Racheengel. Eine gerüstete Gottheit. Gleichsam bedrohlich, schön und barmherzig, die aus den höheren Sphären hinabgestiegen war, um uns armen Sterblichen beizustehen. Wie ein Arm trug sie eine Wache, die dem Tod näher war als das Leben. Da sind noch zwei mehr, schrie sie, als sie uns an uns vorbeieilte. Die sind verwundet, helft mir, sie rauszubringen. Tatuche murmelte, dass sie irgendwann die auf uns warten würde. In der Zwischenzeit versuchte Braiden stürmt voran, um die Wachen aus dem Feuer zu retten. Riefen wir Valerie zu, anstelle der Wachen gemeinsam uns mit Jamande zu helfen. Also in dem Fall retten wir es nicht. Wir sind gut, zwar chaotisch gut, aber wir retten natürlich die Wachen. Rettung der armen Seelen dauerte nicht lange. Mit vereinten Kräften hoben wir sie hoch und brachten sie von den Flammen in Sicherheit. Erst dann gestattete sich Valerie eine Pause, um wieder zu Atem zu kommen und sich den Schweiß vom Gesicht zu wischen. Danke, das war wirklich edel von euch, sagte sie. Und nun lasst uns Lady Aldori zur Hilfe eilen. Nachdem wir uns versichert hatten, dass die geretteten Wachen relativ sicher waren, bahnten wir uns einen Weg vom Saal, wo der Kampf bereits im vollen Gange war. Ja, der erste Name, der mir gefallen hat, hat funktioniert. Ja, siehst du, Glück gehabt.
Boah, wie nett die Jedi sind. Wenn man sich bei der Ziff ankommt, wird man erstmal beleidigt. Ja, bei den Jedi ist das halt andersrum. Da ist es gut, dass du da warst. Das ist schön, das ist toll. Einer deiner Charaktere ist erschöpft. Das ist nur einer der negativen Zustände, die im Verlauf des Spiels befallen können. Wenn ein Charakter von einem Zustand betroffen wird, alles klar. Wer ist jetzt erschöpft? Es wird angezeigt. Ach, du bist erschöpft. Ja, Valerie ist erschöpft. Logisch. Gut, die Wachen sind gerettet. Mit denen kann man nicht so wirklich reden. Also gehen wir jetzt mal weiter. Ah, wir haben hier noch einen Haufen Zeug übrig. Das da nehmen wir mit. Aber ehrlicherweise, den restlichen Schwachsinn nehme ich nicht mit, weil ich ihn sowieso ablegen müssen. Also ich spiele da mal bis Taris. Also in Taris sind wir tatsächlich, glaube ich, schon ein paar Schritte weiter. Also wir haben schon ein paar Sachen gemacht. Ich glaube, wir haben die Planetenquest angenommen und wir haben die andere Quest angenommen. Also die Storyquest sowieso. Und ich glaube, du kannst die ersten zwei Sachen von beiden eigentlich, glaube ich, machen. As it should be. So. Auf in den Thronsaal, Ballsaal, Wasser, was auch immer Saal. Und ich trinke übrigens grünen Tee. Für die Leute, die sich interessieren. Alles klar, bis später. War schön, dass du da warst. So. Ich glaube, wir sollten hier was tun. I know what to do. Das erste, was wir machen, wir spritzen dich mit Säure voll. Den Rest machst dann du. Du machst das da. Du, was bist du eigentlich? Auch ein Nahkämpferchen. Rüstungsklasse 7, nice. Du rennst. Gut, du rennst vor zu dem, du rennst vor zu dem. We will be victorious. What troubles you? Stop fighting with someone. Stay behind me. Repent. So, muss da mal hin. Serves you right. I'm writing you out of our story. So, du magisches Geschoss mal darüber. Bei der Gelegenheit. Geht mal in den Defensivmodus, bitte. Du hast den da weg. Du gehst da rüber. Ah, da kommen noch zusätzliche Wachen, das ist auch schön. Nein, da ist die Barbarin. Ah, nee. So, du gehst da rüber. Let's try this way. So. Da ist jetzt eigentlich nur noch einer übrig. Na dann. So, was haben wir denn hier alles drin? Nein, da will ich gar nicht hin. Ich will looten. Looten. So. Das nehmen wir mit, das nehmen wir mit, das nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Trank, Armschienen, ich müsste vorher was auch immer. Das ist ein Kurzbogen, Waffenrock, ein paar beschlagene Leder, die interessieren mich jetzt nicht.